Und ich darf euch hier begrüßen, heute den Namen von den einladenden Organisationen, stellvertretend für Anti-Atom Berlin, für Ausgestrahlt, die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg, für den BUND, für Campact und die Naturfreunde Deutschlands. Und wir haben ja heute eingeladen, weil sich heute hier im Bundesumweltministerium, gar nicht weit von hier, Bundesumweltminister Röttgen mit den Bundesländern trifft, um über die Endlagersuche zu beraten. Und leider mussten wir in den vergangenen Wochen und Monaten feststellen, dass die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen stattfinden und eigentlich kaum Informationen nach außen dringen. Also von daher ist von Bürgerbeteiligung bislang zumindest noch nicht viel zu sehen. Aber soweit ist klar, dass der völlig ungeeignete Salzstock in Gorleben bislang immer noch als möglicher Endlagerstandort im Topf ist. Außerdem wird parallel an der sogenannten vorläufigen Sicherheitsanalyse gearbeitet, wo ausgewählte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die allesamt in der Vergangenheit den Ausbau des Salzstocks in Gorleben vorangetrieben haben, diesen Salzstock jetzt für sicher in Anführungsstrichen erklären sollen. Von wegen ergebnisoffener Endlagersuche. Deswegen haben wir heute hier zu einer Protestaktion eingeladen. Das X, ihr kennt es ja sicherlich, ist ganz traditionell das Symbol des Wendländer Widerstands gegen ein Endlager in Gorleben. Und wir wollen dieses Symbol heute hier nach Berlin vor das Brandenburger Tor holen. Um gegen ein Endlager im Salzstock Gorleben zu demonstrieren und für uns dafür einzusetzen, dass der völlig ungeeignete Salzstock endgültig aus der Endlagersuche ausgeschlossen wird. Wir demonstrieren heute, weil wir ganz klar sagen, wir wollen, dass diese Regierung endlich verzichtet auf das völlig ungeeignete Endlager in Gorleben. Wir wollen, dass endlich verantwortungsvoll umgegangen wird mit den Atommüll. Und wir wollen Transparenz und Bürgerbeteiligung. Gorleben wurde in den 70er Jahren aus rein politischen und nicht aus geologisch-fachlichen Kriterien ausgewählt, verboten wurden. Wasser eingestellt in den undichten Salzstock von unten. Das Gasvorkommen und genau deswegen verbietet es sich, weiter auf Gorleben als Endlager zu setzen. Wir sagen, wir wollen, dass so schnell wie möglich Schluss gemacht wird mit dem Ausbau des Endlagerstandorts Gorleben und wir wollen, dass wir weit, weit schneller aus der Atomkraft aussteigen, als das beschlossen wurde. Es ist nicht einzusehen, dass jetzt 10 Jahre Pause gemacht werden mit dem Ausstieg. Wir sagen, steigt endlich aus, und zwar jetzt und endgültig, und beschließt heute endlich hier im Bundesumweltministerium das Aus für Gorleben. Ich stürze nie ein und glaub mir auch, was da kommt, gar nicht hinein. Schlafen mein Kind, ich glaube mir, ein Endlager finden wir auch noch hier. Und finden wir kein Gift in die Welt, die nehmen das gern für dein Taschengeld. Gekommen seid, aber es ist tatsächlich
tatsächlich wichtig, heute hier ein Zeichen zu setzen, dass Verhandlungen über einen sogenannten Neustart bei der Endlagersuche nicht unbeobachtet hinter verschlossenen Türen im Umweltministerium stattfinden können, sondern dass wir wachsam sind, dass wir genau darauf achten, was hier passiert und unseren Protest ankündigen, wenn das, was angekündigt ist, nämlich ein echter Neustart, nicht stattfindet. Wir müssen ein Endlager suchen, ja, aber wir müssen nicht weiter Atommüll produzieren. Dazu zwingt uns niemand. Wir können wesentlich schneller, wir sagen sofort, aus der Atomenergie aussteigen. Und das ist sicherlich wäre ein Riesenschritt, der auch die ganze Debatte um die Suche nach einem Endlager massiv erleichtern würde, wenn wir nicht einen Atomausstieg in 10 Jahren hätten, der irgendwann ja auch mal wieder in Frage gestellt werden kann, sondern wenn wir so schnell wie möglich, am besten sofort, aus dieser Risikotechnologie aussteigen.